Eine majestätische, imposante Landschaft. Steil aufragende, gewaltige Bergmassive, über Jahrmillionen entstanden. Höhendifferenzen von über 3000 Meter auf einer Distanz von wenigen Kilometern. Das Bietschhorn, ein erhabenes Bild. Die messerscharf gezogene Nordwand des Eiger, die sich stolz in den Himmel erhebt. Ein monumentales Meisterwerk der Natur. Eine wild zerklüftete Gletscherwelt mit bizarren Formen und Strukturen, manchmal einer weißledernen Elefantenhaut ähnelnd. Das ist die Landschaft um den großen Aletschgletscher, ein Weltnaturerbe von außergewöhnlicher Schönheit. Sie haben die steilen, auf Klimaschwankungen hochempfindlichen kurzen Gletscher auf der Nordseite und diesen mächtigen langen Gletscher auf dem langsamen Abfall nach Süden. Und hier der längste Gletscher der Alpen mit 23 Kilometern. Und ich muss gleich ergänzen, um den Everest herum hat es keine so lange Gletscher. Am Mont Blanc hat auch keine so lange Gletscher. Es ist einzigartig, dass wir dieses gewaltige Bild haben. Und weil das große Einzugsgebiet ist, fließt dieser Gletscher da in diese Tiefen hinunter und sie haben diese großartige Farbumkehr. Die Wälder sind oben, das Eis ist unten und normalerweise ist es gerade umgekehrt, wenn sie in die Berge gehen. Naturprozesse, die sich in Jahrmillionen abgespielt haben. Vor 16.000 Jahren war noch das ganze schweizerische Mittelland vom Eis überströmt. Heute haben sich die Gletscher in die Hochgebirge zurückgezogen. Eine Natur, die ständig in Bewegung ist, sich fortlaufend verändert. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zieht sich der Aletschgletscher kontinuierlich zurück. In den letzten 150 Jahren hat er 3 Kilometer seiner Länge verloren. Der Rückzug des Gletschers schafft Raum für neue Landschaften, wie dem Gletschersee im Mariellental. Die Eismassen haben die Felsformationen am Gletscherrand regelrecht geschliffen. Nach dem Rückzug der Eismasse besiedeln schon nach wenigen Jahren Pionierpflanzen die Gletschervorfelder. 20 bis 30 Jahre später folgen Sträucher und einige Jahrzehnte darauf wachsen Bäume. Im Laufe der Zeit entwickeln sich auf dem ehemals vergletscherten Boden die Wälder. Zunächst Lärchen, später die Arve, die im Aletschwald zur dominierenden Baumart wird. Die Arve wächst unter den hier herrschenden rauen Bedingungen sehr langsam. Sie wird dafür umso älter. 600 bis 700 Jahre sind keine Seltenheit. Der Aletschwald ist seit 1933 unter absoluten Schutz gestellt. Von Menschen in Ruhe gelassen, spielen sich in der Waldlandschaft einzigartige Naturprozesse ab. Ein Zeugnis der unglaublichen Artenvielfalt ist die Walliser Felsensteppe. Der Steinbock gehört zu den beliebtesten Alpentieren. Fast ausgerottet zählt die Kolonie Aletsch-Bietschhorn heute über 700 Tiere. Ein Beispiel erfolgreicher Naturschutzarbeit. Das Gebiet ist ein bedeutender Lebensraum zur Erhaltung der Artenvielfalt. Auch bietet es Schutz für bedrohte Arten, wie zum Beispiel dem Adler, dem Birk- und Schneehuhn. Gleichzeitig könnte die Landschaft wieder Heimat von einst ausgestorbenen Arten werden, zum Beispiel dem Bartgeier. Es sind aber die Gletscher, die das dynamische System in dieser Gebirgslandschaft prägen. Das Symbol ist der Aletschgletscher. Oberhalb des Concordia-Platzes, dem wir uns nähern, vereint sich ein gewaltiges Netz von Eisströmen. Die Eisdicke beträgt am Concordia-Platz 900 Meter. Es ist die mächtigste Eintiefung im Alpenraum. Concordia steht für Einheit, Eintracht, Gemeinsamkeit.
symbolisch für das Zusammengehen der Gemeinden im Jungfrau-Aletsch-Birchhorn-Gebiet, um diese großartige Natur zu schützen und zu bewahren. Über die Ebnet-Fluh hinweg eröffnet sich ein grandioses Bild ins Berner Oberland. Gekrönt von der imposanten Kulisse von Eiger, Mönch und Jungfrau. Der Staubachfall hat viele Maler und Dichter inspiriert und das tief eingeschnittene Lauterbrunnental berühmt gemacht. Auch hier im Junkerhof in Natters haben die Gemeindepräsidenten so manche kontroverse Diskussionen geführt. Aber schließlich war man sich einig. In der Charta vom Concordiaplatz erklären die Gemeinden, die Landschaft auch künftig nachhaltig zu entwickeln. Ökologie, Ökonomie und das Soziale sind gleichberechtigte Anliegen. Die Pflege der Kulturlandschaft ist Lebensgrundlage. Die Nutzung der Weiden von den Dörfern über die verschiedenen Höhenstufen bis in die hochgelegenen Alpen ist klar geregelt. Auch die Kulturlandschaft ist geprägt von einer langen Geschichte. In Grindelwald, vor 600 Jahren ungefähr, wurde ein gemeinsamer, ein Taleinungsbrief unterzeichnet, der genau festlegte, wie viele Kühe, Ziegen, Schafe auf den Alpen geweidet werden dürfen. Das wurde in Kuhfüßen gerechnet. Und genauso, dass es mit dem Futterertrag des Talhofes übereinstimmte. Und damit hatten wir über 600 Jahre genau ein Betrieb und eine Bewirtschaftung, die nicht zur Übernutzung und Zerstörung führte. In den Fels gemeißelte Wasserfuhren, auch sie gehören zur Regelung des Ökosystems. Die Wasserleitungen am großen Aletsch-Gletscher, oft in halsbrecherischer Höhe über dem Tal aufgehängte Kenne, ausgehöhlte Baumstämme, eng an den Fels gebaut. Wasser spielt eine sehr wichtige Rolle für die von der Trockenheit geprägte Südseite der Region. Es muss über viele Kilometer aus Gletscherbächen auf die trockenen Wiesen im Oberwallis geleitet werden. Heilige Wasser, wie man sie nannte, von denen die Bergbauern auf Gedeih und Verderben abhängig sind. Noch heute sind die jahrhundertealten Wasserfuhren in Betrieb. Bergquellen speisen die Brunnen der Trinkwasserversorgung für die Bevölkerung. Eine alte Mühle bei Platten ob Natters. Ein Kulturgut, das im Gebiet des Weltnaturerbes besondere Bedeutung hat, ist der Safran. Die kleinen Safranäcker von Mund liegen an einem der trockensten Orte der Schweiz. Der Safran braucht die Hitze der extremen Südlage, aber auch den Frost in 1200 Meter Meereshöhe. Seit dem 14. Jahrhundert wird er in Mund angebaut. Ungefähr 3 Kilogramm werden jährlich im Herbst geerntet. Safran, das Gold von Mund, besitzt eine ausgezeichnete Qualität. Eine besondere Ziegenrasse findet man im Oberwallis. Die Schwarzhalsziege, eine ausgesprochene Hochgebirgsrasse, die sehr viel Pflege erfordert. Auch die Schwarznasen erfreuen sich im Wallis größter Beliebtheit. Ihre Zucht hat eine lange Tradition. Die Rasse mit den schwarzen Nasen lässt sich bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen. Viele Bauern tragen somit zur Erhaltung der Artenvielfalt bei, auch wenn sie dies nur noch im Nebenerwerb tun. Im Oberwallis verfügen die meisten Gemeinden über ein gut ausgebautes Straßen- und Schienennetz.
Dem öffentlichen Nahverkehr wird aber mit Postautobussen und Bahnen Priorität eingeräumt, um die Umwelt zu entlasten und das Ökosystem zu schonen. Auch die Eisenbahnbauer mussten sich der Hochgebirgslage anpassen. Die Birchhorn-Südhänge mit ihrer faszinierenden Felsensteppe, an denen dieser Zug entlang nach Bern fährt, bereichern hier auf eindrucksvolle Weise das Weltnaturerbe. Zu den eindrucksvollsten und spektakulärsten Leistungen der Eisenbahningenieure zählt die Jungfraubahn auf der Nordseite des UNESCO-Welterbes. 1896 begann man mit ihrem Bau. 16 Jahre wurde an dem kühnen Werk gearbeitet. Das Außergewöhnliche an der Jungfraubahn ist sicher die Tatsache, dass das Tracé der Zahnradbahn, die von Beginn an elektrisch betrieben wurde, fast durchweg im Berginnern verläuft. Der rund 4 Kilometer lange Tunnel, gebohrt durch Hochgebirgskalk und Gneis, führt zum Bahnhof Jungfraujoch auf 3500 Meter Höhe. Das Jungfraujoch mit der hochthronenden Sphinx. Unter ihrer Kuppel befindet sich die höchstgelegene Wetterstation Europas. Das Jungfraujoch ist auch ein idealer Standort zur Erforschung der Umwelt und nicht nur ein attraktiver Aussichtspunkt. Den zahlreichen Touristen aus allen Teilen der Welt werden in der Region Jungfrau-Aletsch-Birchhorn attraktive Besuchsprogramme angeboten. Im Eispalast auf dem Jungfraujoch kann man wie durch ein Labyrinth wandeln und die Strukturen des Eises kennenlernen. Im Aletschwald dagegen begegnet der Besucher den ältesten und mächtigsten Bäumen der Schweiz. Hier findet er ein vielfältiges Wandergebiet mit attraktiven Touren. In der historischen Villa Kassel auf der Riederalb wurde vor 25 Jahren das erste Naturschutzzentrum der Schweiz eingerichtet. Hier in der Nähe zum Aletschwald und Aletschgletscher war für Pro Natura die Ausgangslage besonders günstig, die Besucher über die mannigfaltige und herrliche Natur zu informieren. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts lebte die Bevölkerung der Aletsch-Region hauptsächlich von der Landwirtschaft. Die eindrückliche Kulturlandschaft rund um die Dörfer ist auch heute noch ein lebendiger Beweis für die frühere extensive Nutzung. Das typische Walliser Bauernhaus war in der Regel mehrstöckig und wurde dementsprechend auch von mehreren Familien bewohnt. Es bestand aus einem gemauerten und einem hölzernen Teil. So wurde vor allem das Holz der einheimischen Fichten und Lärchen sowie Steine aus der näheren Umgebung verwendet. Als weiteres Baumaterial diente Kalk, der zum Teil am Rande des Aletschgletschers gebrannt wurde. Aus diesen Materialien wurden Bauten erstellt, die heute noch bestehen. Die Natur und die Landschaft in diesem Perimeter des Weltnaturerbes suchen ihresgleichen. Zahlreiche Naturschauspiele, wie hier die berühmten Trümmelbachfälle, ziehen die Besucher an. Sie sind einzigartig in Europa. Die Kulturlandschaft ist geprägt von einer langen Geschichte, die auf einer jahrhundertealten Kenntnis der dort lebenden Bauern und der Bevölkerung basierte. So blieb die Landschaft bis heute intakt. Die außerordentlich hohen Naturwerte dieser Region sind an sich bekannt. Sie werden durch die Aufnahme in die Welterbeliste nur einmal mehr bestätigt. Die Anerkennung als Weltnaturerbe ist also eine Auszeichnung. Eine Art Nobelpreis. Sie bedeutet aber auch Verantwortung, dieses Gut für die kommenden Generationen ungeschmälert zu erhalten.